Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ich nehme mal die Pause raus und wir haben heute eine ganze Menge zu erledigen. Also Linien sind zu bauen und so weiter und so fort. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet, um es mal vorsichtig auszudrücken. Beginnen möchte ich hier in Eschwege. Ich hoffe, ich kriege das alles noch so zusammen, was ich da geplant habe. Und zwar haben wir ja hier schon mal eine Straßenbahnlinie gebaut. Und ich wollte jetzt ja noch eine Buslinie bauen. Man sieht hier auch schon die Station, um auch die äußeren Bereiche anzubinden. Wir starten mit der Linie dort an der Station. Und ich möchte erst die andere Linie bauen. Genau. So. Und dann geht's dort. Genau, jetzt hat er begriffen, was ich möchte. Dann geht's hier weiter, hier, genau, dann geht's hier weiter. Ich muss mich ja selber wieder orientieren. Dann einmal dort, dort und dann wieder zurück zur Hauptstation. Diese Linie nennen wir Bus Außen Bezirke. Das ist gegen den Uhrzeigersinn. So, und dann brauchen wir noch eine neue Linie und die läuft in die andere Richtung. Die startet dort. Geht dann darum. Darum. Dann hierher und das ist Bus Außen Zirkel im Uhrzeigersinn. So, und dann brauchen wir noch zwei Linien, die starten ebenfalls hier. Die eine beginnt dort. Jetzt muss ich kurz schauen, dass ich das richtig mache. Genau, soll dort entlang gehen, allerdings hier anderen Station, genau. Dort rum, auch dort. Andere Station. Hier entlang. Und ich glaube, das war's dann, ne? Richtig. Das hier vielleicht sinnvoller, die andere Seite zu nehmen. Nee, es macht keinen Unterschied. So, und die Linie heißt Bus in Stadt. Das ist Uhrzeigersinn und dann brauchen wir noch mal von hier und dann geht's hier entlang. Ich mal eben schauen. Wenn wir mal eine andere Farbe, eben, dass ich das eben besser sehe. Okay, hier soll's die andere Seite sein. Und genau, dann dort entlang. Und dort entlang. Und das ist dann Bus Innenstadt. Gegen den Uhrzeigersinn. So, diese Station, das hat jetzt schon relativ lange gedauert, brauchen allesamt noch Busse. Schauen wir mal, was wir da so Schönes haben. 10 Sitzplätze, 50 km/h, 11,35. Also das hier wird schon das Beste sein. Dann nehmen wir mal 10 Stück. Davon packen wir 5 Stück in Außenbezirke gegen den Uhrzeigersinn und die anderen in Uhrzeigersinn. Und dann kaufen wir nochmal, ja, sagen wir mal,
Ups, 6, 3 pro Linie. Davon kommen 3. Bus Innenstadt gegen den Uhrzeigersinn und Bus Innenstadt Uhrzeigersinn. Jetzt fällt mir gerade auf, beim Benennen der Linien habe ich bei allen samt Eschwege gar nicht dazu geschrieben. Das ist natürlich nur bedingt intelligent. Deswegen beheben wir das mal direkt. Eschwege. Nochmal Eschwege. Hätte ich auch nach der Aufnahme machen können, aber ja. Naja. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. So, und dann noch diese hier zu guter Letzt. So. Okay. Und dann bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt. Man sieht so schon auf vielen Stationen jetzt hier. Jetzt ein bisschen mehr. Den Bahnhof werde ich zum nächsten Video ausbauen, dass wir da auch mal hier noch die Gleise bauen, bevor hier noch mehr zugebaut wird. So, jetzt habe ich Folgendes gemacht. Und zwar haben wir zum Ende der letzten Folge, ich blende mal nur die ein, die wir hier in Sichtweite haben, das Problem gehabt, dass wir nicht alles transportiert gekriegt haben. Jetzt könnt ihr hier schon mal sehen, diese Linie, da fahren mittlerweile schon so ein paar Schiffe drauf und wir kommen jetzt in den Bereich, wo wir eine Rate von 400 erreichen. Also das Maximale, was wir an dieser Linie hier abschöpfen können. Auch hier haben wir genug Straßenfahrzeuge, die alles abtransportieren. Das ist also auch gut. Und hier sehen wir auch, das ist alles schon auf maximaler Stufe. Versand ist gestiegen. Und die Sachen werden alle hierher geliefert. Unserer Warenfabrik. Und das Problem, was wir jetzt aktuell haben, ist, dass uns das Stahl mit der Zeit ausgehen wird. Ganz einfach, weil, wo haben wir unsere Stahlfabrik hier? Wir haben nicht mehr genügend Material, das wir hier ranschaffen. Also das Ding könnte noch wesentlich mehr produzieren. Wir haben gerade mal die Hälfte. Liegt daran, wir haben nur eine Eisenerzfabrik und nur ein Kohlebergwerk hier angeschlossen. Und dem auffälligen Zuschauer dürfte schon aufgefallen sein, hier gibt es einen neuen Bahnhof. Die Straße hier habe ich als Tunnel umgebaut, die hier herging, weil hier sollen ja auch später noch die Hochgeschwindigkeitsgleise entlang laufen. Deswegen braucht man sowieso Platz. Das habe ich dann jetzt alles schon mal mitgemacht. Und es gibt außerdem hier ein neues Gleis, das hier rumgeht und dann quasi diese Insel komplett erschließen soll mit allen Sachen, die wir hier haben, weil ich möchte natürlich nicht hier ein Gleis drüber herbauen. Und einen Bahnhof gibt es ja auch schon am Kohlebergwerk. Und das ist mal direkt die nächste Linie, die wir hier erstellen. Von hier aus wollen wir Kohle hierher bringen. Welches Gleis wir hier nehmen, ist mir eigentlich egal. Ups, das ist Kohle. Jetzt müsste ich das eigentlich noch mal ein bisschen sinnvoller benennen. Kohle nach Eschwege, okay. So. Hier ist das. Kohle, Eschwege. 2. Das hier ist dann LKW. Kohle, Eschwege. 1. So, dann braucht es noch Minimum einen Zug, wahrscheinlich 2, aber wir kaufen erstmal einen. So, gibt es da schon was Neues? Ich glaube, die Eumel hier ist neu. Aber jetzt nicht unbedingt besser als das, was wir hatten. Diese hier mit 100 km/h, die ist immer echt gut vorbei. Die hier sogar fast noch besser. So, ich finde, ne, wir nehmen diese hier. So, Cargo-Waggons, wir wollen transportieren Kohle. Das dürfte dieser hier sein, genau. Äh,
starten mal mit einer Kapazität von 104 und packen den dann auf die Linie Ole Eschwege 2. Der dürfte auch, ja, er kann direkt starten, sehr schön. Die Rate schauen wir uns gleich an und aber natürlich haben wir auch, genau hier habe ich auch ein Gleis hergelegt und einen Bahnhof. Auch hier brauchen wir eine Linie, weil wir brauchen auch mehr Eisenerz. Von hier nach, genau nach hier. So, hier möchte ich dann natürlich schon, macht er sogar von alleine, direkt das richtige Gleis auswählen. Das ist dann Eisenerz Eschwege 2. Wenn wir schon dabei sind, benennen wir die doch auch eben um. Das ist nämlich Eisenerz Eschwege 1. Ne, Quatsch, ist es nicht. Das ist ja das andere Eisenerz für oben. LKW, das hier, das ist die. So ist es korrekt. Gut, dann machen wir fürs Eisenerz auch noch einen Zug. Nehmen wir die gleiche Lok. Ich glaube, diese hier war es, genau. Gleichen Waggons. Weiß noch nicht, ob wir hier direkt einen größeren Zug nehmen. Ja, wir machen mal 152. So, und den packen wir auf Eisenerz Eschwege 2, genau. So, und das sorgt natürlich dann auf unserer Hauptlinie hier zum einen, vor allen Dingen in dem Bereich hier, für deutlich mehr Verkehr, aber auch auf unseren Gleisen hier. Da müssen wir mal einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da irgendwann ein paar Staus geben wird. Übrigens eins der Schiffe, das Kunststoff transportiert, das ist jetzt nur gerade auf der Leerfahrt. Ja, hier kann man, glaube ich, die Straße gerade nachverfolgen, ne? Wie die LKWs hier unten durch den Tunnel fahren. Das ist der Zug für die Kohle Eschwege 2. Dann fahren wir bei dem nochmal eben mit. Der befährt nämlich ja das neue Gleis mit der neuen Brücke. Dann können wir uns das gleich mal anschauen, wie uns das gefällt. Hier ist der andere Weichenbereich für den neuen Bahnhof am Stahlwerk. Wobei an Eschwege ist schon eine richtige kleine Stadt geworden. Hat auch schon einiges an Einwohnern. Kann ich euch gleich auch nochmal eben zeigen. Und ja, den Kontostand, das seht ihr auch. Ich habe es jetzt nicht allzu lange laufen lassen. Das Geld sprudelt mittlerweile. Das kann man auch, glaube ich, hier an den Linien sehen. Wenn ihr euch das hier mal anschaut. Die hier nicht so ertragreich sind, das sind halt die neuen. Ne? Das ist noch... Ja. Und da wird schon einiges an Kohle geschäffelt. Und jetzt haben wir die Überfahrt über den neuen... über die neue Brücke verpasst, ich zumindest. Vielleicht habt ihr hingeschaut. Aber dann machen wir das. Da endet das Gleiche. Das Gleis, es ist noch nicht weiter gebaut, aber hier wird jetzt vollgepackt. Und dann fahren wir doch mal eben mit. Geschwindigkeit sehen wir, dass die Lok ordentlich Power hat. Nämlich gleich schon die Höchstgeschwindigkeit der Waggons erreicht. Wird hier leicht. Ja, dass wir hier eine leichte Steigung haben, juckt die auch nicht, die Bohne. Oh ja, die Brücke. Dankeschön, Kerstin, für den Hinweis, ne, wie man das macht.
dass diese leicht erhöht gebaut wird. Ich habe trotzdem den Weg dorthin auch schon erhöht, weil wir es auf der anderen Seite ja wahrscheinlich auch brauchen werden. Aber ja, hier geht es dann jetzt über unseren Fluss. Hier dann jetzt gleich aus Hauptgleis in Richtung des neuen Bahnhofs. Wir können ja noch mal kurz mitfahren. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob uns der Eisenerztransporter noch entgegenkommt oder ob der schon durch ist. Ich glaube, der, nee, doch nicht. Ich dachte, da kommt er gerade, aber dann ist er wahrscheinlich schon durch. Ich vermute, der bremst hier jetzt wohl ein bisschen runter. Nö, das, ja doch. Aber nicht so stark wie erwartet. Und dann geht's hier jetzt ins Stahlwerk. Jetzt kann die Produktion ansteigen, weil wir nämlich zumindest schon mal mehr Kohle ranbringen. Jetzt schauen wir mal eben unser Eisen. Ja, das ist er. Ja, der ist sogar noch leer unterwegs. Achso, der fährt jetzt gerade hier zum ersten Mal auf diesen Gleisen hier jetzt. Das sieht man hier jetzt, wenn ich die Linie noch mal einblende, ist natürlich jetzt schon einiges an Zügen unterwegs. Abschnitt, da ist noch einer. Da kommt jetzt noch einer, mal eben schauen. Ja, ich habe es langsamer gemacht. Wir haben Vorfahrt und ich denke, der wird auch noch ein bisschen runterbremsen müssen. Ne, der kann. Ja, doch, er kann durchfahren, okay. Zumindest mehr oder weniger. Hier ist es sehr unspektakulär. Einfach nur die Einfahrt in den Bahnhof. Dann geht's raus. So, jetzt müssen wir zwei Sachen noch machen. Muss mich eben orientieren. Einmal hier. Wir haben auf dieser Linie eine Rate von 123. Okay, wenn wir dann diesen Zug nochmal bearbeiten und packen dann noch einen dazu. Müsste das eigentlich... Na, das reicht nicht ganz. Gut, dann machen wir noch einen Waggon dazu. So. Und davon brauchen wir dann auf dieser Linie drei Züge, damit wir die Rate von 400 hier erreichen können. Und Investitionen, die können wir uns jetzt gut erlauben. Jetzt ist 471, na gut. Lieber zu viel als zu hoch. Wir müssen ja auch noch berücksichtigen, dass wir irgendwann in die Phase kommen, wo die Züge auch mal irgendwo warten müssen, weil ja, ein Gleis einfach blockiert ist. Das wird ja immer mehr werden, der Verkehr. So, und die zweite Linie, das ist die hier, da haben wir noch eine Rate von 82, okay. Dann ist es da ja eigentlich das Einfachste. Wir verfünffachen die Menge der Züge, dann sind wir ja bei ungefähr 400. Das hat jetzt nochmal einen ganzen Batzen Geld gekostet. Schauen wir uns doch mal an. Die müssten ja jetzt hier alle, ja, so ist es auch, alle der Reihe nach losdüsen.
Das waren die beiden Kohlezüge. Da kommt der erste fürs Eisenerz. Ja, auch schon ganz schön lang, ne? So, und richtig spektakulär wird es dann später, aber das kann ich euch nur schon mal kurz teasern. Für dieses Stahlwerk, da haben wir einmal hier Eisenerz und hier Kohle. Die zweite Kohle haben wir hier. Wir müssen dann aber noch das Eisenerz von hier. Ja, oh ne, dann ist es doch nicht so spannend, dass wir da oben die Kohle haben. Ich dachte nämlich schon, dass wir dieser hier vielleicht rüberbringen müssen. Und wenn der hier unten ganz lang müsste, holla die Waldfee. Das wäre schon eine Strecke gewesen. Aber so geht es dann ja halbwegs. Ja, okay, so, wir können uns noch mal kurz anschauen, wie es in Ashwege aussieht. Ja, da ist schon einiges an Fahrzeugen unterwegs. 702 Bewohner mittlerweile. Ja. Okay, interessant, dass wir dadurch kein Wachstum haben, dass das sehr gut ist. Ja, das wird aber wahrscheinlich noch mal deutlich ansteigen, wenn wir hier unseren Passagierbahnhof in Betrieb nehmen und dann vielleicht auch Spielstein hier als nächstes dazu nehmen und dann Olderup und so weiter, werden wir alles dann ja in Angriff nehmen. Jetzt habe ich das ganze Video über vergessen, die Datumsgeschwindigkeit anzupassen. Dann lasse ich es jetzt gleich mal in den Vorbereitungen ein bisschen weiterlaufen, damit ja, wir da auch einen Tacken weiterkommen. Gut, ja, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe mich bemüht, möglichst wenig zu bauen, sondern das alles vorzubereiten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar und morgen wieder einschaltet. Also macht's gut, bis bald, euer Krillo.